Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. Super Mario Bros. 3, einer meiner liebsten Plattformer, wenn nicht sogar eines meiner liebsten Spiele überhaupt. Ich weiß natürlich, dass speziell zu diesem Serienteil etliche Beiträge existieren. Da der dazugehörige Game Boy Advance Ableger jedoch oft vergessen wird, Grund genug für mich mal ein paar gewogene Worte darüber zu verlieren. Aber kurz mal von Anfang an. Beim Handheld-Ausflug von Marios drittem Abenteuer handelt es sich im Grunde um eine Adaption der All-Stars-Variante vom Super Nintendo. Diese war ihrerseits ja bereits ein Remake der ursprünglichen NES-Version. Demnach bleibt spielerisch auch alles wie gehabt. Heißt, du rennst, hüpfst und flötest durch 8 verschiedene Welten und gibst König Koopa und seinen fiesen Troopers auf die Omme. Dieser impotente kleine Rohrschneider, woher nimmt er die Frechheit? Was die GBA-Version jedoch hervorhebt, sind allerlei Verbesserungen, die sich einerseits für eine Handheld-Umsetzung ziemen, andererseits den Klassiker etwas moderner wirken lassen. Zu nennen wäre da beispielsweise eine levelgenaue Speicherfunktion oder etwa das schnieke Intro hier. Für viele ist Letzteres sicherlich unwichtig. Wenn ich aber an meine Zeiten als Knirps zurückdenke, muss ich gestehen, nicht sofort begriffen zu haben, was dieses Drama in Thronsaal eigentlich sollte. Zur Erinnerung, Bowsers Lausbuben haben die Zauberstäbe aller Könige stibitzt und marodieren nun durch die Pilzwelt. Besonders loben möchte ich die Umsetzung auf dem GBA-Bildschirm. Nicht nur wurde der schwarze Balken unten gegen ein zeitgemäßes Overlay getauscht, man hat kurzerhand auch etliche Plattformen zugunsten des Überblicks verschoben. Zudem hat Nintendo die Gelegenheit genutzt, einige der etwas kniffligeren Stellen abzumildern. Lasst mich das mal zeigen. Während es etwa in diesem Abschnitt ursprünglich auf gutes Timing ankam, bekommt man auf den GBA nun eine zusätzliche Verschnaufpause. Hilft natürlich nichts, wenn man sich trotzdem wie ein Depp anstellt. Diese Änderungen muss man zwar nicht mögen, da der dritte Teil aber durchaus als einer der anspruchsvollsten daherkommt, geht das schon in Ordnung. Sowieso finde ich, dass der Schwierigkeitsgrad nach hinten heraus einen Ticken zu sehr angezogen hat. Insbesondere das Röhreneiland hat schon immer ziemlich harsch ausgesiebt. Wo die Portierung dagegen schwächelt, ist die musikalische Untermalung. So hören sich die bekannten Themen auf dem Advance etwas matschiger an. Dazu mal einige Beispiele. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht weniger mit dem Soundchip als mit einem Zugeständnis an den Lautsprecher zu tun hat. Solche kleinen Klanggeber neigen bei höheren Tönen ja gerne mal zum Krächzen, das aber mehr als Anmerkung. Wirklich ärgerlich dagegen ist die hinzugekommene Vertonung von Mario selbst. Jetzt jedoch nicht falsch verstehen. Charles Martinet ist mir als Sprecher eigentlich super sympathisch. Und es geht mir auch nicht um das typische Mamma Mia, wenn der Klempner einen von den Latz bekommt. Vielmehr hat man kaum eine Gelegenheit für einen flotten Spruch ausgelassen, wobei man aus Gefühl 2 Varianten wählen konnte. Das Ergebnis hört sich dann etwa so an. Ansonsten macht Super Mario Bros. 3 auch auf dem Game Boy Advance Spaß.
Weswegen ich diesen Teil nach wie vor schätze, ist die ständige Abwechslung. So präsentieren sich die Schauplätze etwa mit eigenen Hindernissen und Gegnertypen. Das Schema Gras, Wüste, Wasser, Rieseninsel hat sich über die Zeit allerdings etwas abgenudelt. Nichtsdestotrotz, für meinen Geschmack bleiben die Level kurzweilig, vor allem da es kaum Wiederholungen gibt. Deshalb bleiben auch Sachen wie der Stiefel oder die zornig dreinblickende Sonne gut in den Köpfen der Spieler stecken. Und ohnehin ist dieses Muster aus wechselnden Kulissen und Gimmicks ja mittlerweile zum festen Bestandteil der Serie geworden. Bleibt mir somit noch eine kurze Ergänzung zum Abschluss. Was mich in Vorbereitung zu diesem Video dann doch überrascht hat, war, wie viele wohlwollende Kommentare ich gerade zu dieser Neuauflage hier gefunden habe. Dort wurde dann zuweilen geschwärmt oder von Anekdoten aus der Kindheit berichtet. Eben solche Sachen, die mich, zugegeben, ebenfalls etwas verklärt auf das Original zurückblicken lassen. Daher mag der eine oder andere den Port zwar als überflüssig ansehen, etwas jüngere Generationen haben dafür jedoch ein, ich behaupte einfach mal, zeitloses Spiel mit passenden Extras bekommen.